Überwachungsstaat. Was ist das überhaupt? Unter einem Überwachungsstaat versteht man einen Staat, der ganz legal alles Handeln, die Aufenthaltsorte und Freunde seiner Bürger überwacht, um Straftaten zu verhindern oder um sie schneller aufzuklären. Das klingt doch erstmal nach einer ganz guten Idee. Straftaten werden verhindert und alle sind sicherer. Trotzdem ist der Begriff negativ geprägt. Worin liegt das? Wer schon einmal auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Mutti, dem Lehrer oder Chef erhalten hat, kann vielleicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man überwacht wird. Ein Überwachungsstaat, der immer mitliest, ist im Prinzip nichts anderes. Nur, dass man hier nicht die Wahl hat, dessen Freundschaftsanfrage abzulehnen. Was aus dieser Überwachung folgt, ist die Schere im Kopf. Alles, was man sagt oder tut, was kontrovers sein könnte, behält man lieber für sich und vermeidet möglichen Ärger. Und zwar sogar dann, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass das, was man tut, völlig legal ist. Selbstkritische Diskussionen und Meinungsäußerungen werden so aus Angst eingeschränkt. Befürworter von Überwachung argumentieren, dass doch jemand, der nichts zu verbergen hat, auch gar nichts zu befürchten habe. Doch leider ist an dieser Behauptung einiges falsch. Die Aussage "hat auch nichts zu befürchten" geht auch davon aus, dass das alleine im Verhalten des Bürgers liegt, nicht jedoch am Staat. Dabei ist es genauso möglich, dass sich Gesetze verschärfen und was vorher unproblematisch war, wird plötzlich zum Verdachtsmoment. Willkommen, Maniac. Wir sollen dich auch Maniac nennen. Maniac ist dein Pseudonym. Das ist eigentlich ein YouTube-Video, was wir jetzt hier erstmalig auf großer Leinwand zeigen, worüber wir uns natürlich ganz besonders freuen, weil dieses YouTube-Video einfach die Qualität hat, dass es auf eine große Leinwand gehört. Vielen Dankeschön. Dank dafür. Ja, ein politisches Lehrstück. Wir haben jetzt gerade gehört, klar, YouTube ist natürlich interaktiv. Hier kann man sein Kreuzchen auf die Wahllisten setzen, wie auch immer. Politisch. Wie politisch sind deine sonstigen Videos? Also normalerweise sind meine Videos nicht so politisch. Ich bin eher der Unterhaltungsmensch. Ich mache Reisevideos, ich mache viel über Filme und ab und zu mal Animationen. Das Video, was ihr jetzt gesehen habt, ist das zweite der Art. Das allererste, da wurde ganz am Schluss kurz eingeblendet um mein Leben. Da habe ich meine Lebensgeschichte erzählt in 14 Minuten. Und das ist so gut angekommen. Die Leute mochten das einfach so gerne. Da dachte ich, da kann ich vielleicht auch ein Thema mir mal vornehmen, das mir wichtig ist. Und Überwachung, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir Menschen im Alltag überwacht werden, obwohl uns das gar nicht so bewusst ist, das muss man einfach mal so ein bisschen verbreiten. Und ich habe ein relativ junges Publikum. Die meisten meiner Zuschauer sind irgendwo zwischen 13 und 24 Jahre. Deswegen ist das Video auch so schnell. Weil sonst schlafen die ein. Das die können es so noch aufnehmen. Und an die habe ich mich erstmal gewendet. Und was dann passiert ist, hat mich ziemlich überrascht. Das Video, das ging ja schon ziemlich rum. Und die meisten Zuschauer waren dann gar nicht zwischen 13 und 24, sondern die waren deutlich älter. Also 45 aufwärts bis 60. Und die haben sich dann alle auch beschwert, dass es zu schnell ist. Aber ja, da kann ich ja für die Zukunft draus lernen. Aber ja, das war überraschend für mich. Aber es waren auch genügend Jugendliche dabei. Also eigentlich habe ich fast alle erreicht, die ich erreichen wollte und noch mehr. Die ganze Bandbreite und das jetzt natürlich auch hier. Wir waren begeistert wirklich von dieser wirklich total bündigen Darstellung dieses Themas, das uns ja wahrscheinlich allen total auf dem Herzen brennt, also zumindest allen unserer Generation, die sich ein bisschen mehr mit der Netzwelt beschäftigen. Und wie hast du das gezeichnet? Das war auf einer Tafel zum Wegwischen? Oder? Genau, bei Amazon bestellt man sich so eine Tafel, 20 Euro. Dann, also wenn ihr das auch machen wollt. Was weitere 10 Euro Stifte, also Gesamtbudget für das Ding ist 30 Euro. Es geht auch billig. Plus 3000 Euro für die Kamera. Aber es ist eigentlich relativ einfach zu machen. Also das Wichtige war halt, so ein bisschen Ahnung zu haben, wie kann ich das aufnehmen, ohne mir hinter die Festplatten zu sprengen, weil ich müsste es jetzt ausrechnen, wie lange ich wirklich dran gezeichnet habe, aber ich war ungefähr eine Woche nur am Zeichnen. Und wenn man das alles aufnehmen würde, das würde riesengroß werden. Also Kamera so einstellen, dass man halt nur jedes 10., 20. Frame oder so aufnimmt, dann funktioniert das. Ja, super. Also ich fand wirklich schön diese emblematische Kondensierung auf wirklich pragmatische Bilder. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Leute im Publikum, we have some people in the public probably who don't speak German, but I hope they also
could, yeah, interpret and see and understand this video. If you go on YouTube, you can actually see this movie in English because I have subtitles and captions. And I will also create an English version of this video later on if I have time. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.